dass es zu mehr Veränderungen in den Zellen kommt, als erst dargestellt wird. Gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts, worüber die Medien auch nur im Ansatz berichten sollen. Macht mir jetzt ganz besonders zu schaffen. Weltweit Besorgnis über deren mögliche gesundheitsschädliche Auswirkungen ausgelöst. Doch darüber hört man weiter. Und das ist klar bei Krebs. 5G und das fatale Ausmaß, was ich mir nicht erträumen lassen habe. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn dieses Video ist wirklich sehenswert. In einer brandaktuellen Studie aus diesem Jahr wurde erstmals ein Nachweis erbracht, direkt am Menschen, dass es entgegen der Annahme des Bundesinstitutes für Strahlenschutz, ich zitiere kurz, wenn ihr mir erlaubt, für das Bundesinstitut für Strahlenschutz hingegen bringt die Nutzung von Handys und Smartphones kein erhöhtes Krebsrisiko mit sich. Zwar kann ihre Strahlung das Körpergewebe erwärmen. Sie ist aber nicht in der Lage, Atome oder Moleküle elektrisch aufzuladen und kann damit weder das Erbgut verändern noch Krebs auslösen. Ja. Konnte ebenfalls doch gezeigt werden, dass es zu mehr Veränderungen in den Zellen kommt, als erst dargestellt. Ich stelle euch nämlich leicht aufgearbeitet die Ergebnisse der neuen Studie 2024 vor und zeige euch Verhaltensweisen und Orte, was ihr am besten tun könnt. Für euren Support jetzt eine positive Bewertung noch da lassen. Ich freue mich riesig darüber. Und am Ende des Videos gerne in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr die besten Fitmacher, die ich unter anderem auch selbst mitentwickelt habe. Super für euch. Grundsätzlich sprechen wir hier von hochfrequenter elektromagnetischen Feldern, auch HFEMF genannt. Dies kann man sehr einfach messen mit einem Strahlenmessgerät. Das zeige ich euch kurz, wie ich mein Schlafzimmer gewählt habe, nämlich in dem Raum, in dem ich natürlich keine Strahlung habe, beziehungsweise die niedrigste Strahlung habe. Und darauf habe ich eben auch ganz explizit geachtet. Ja? So wenig Nachbarn vor allen Dingen auch wie möglich zu haben. Am besten wäre natürlich ein alleinstehendes Haus, denn alle haben natürlich auch WLAN um dich herum an. Hier ganz kurz mal das Video. So, ich zeige euch das mal. Nur wenn das Handy da liegt, hört ihr schon vermehrt Strahlung. Ich mache jetzt mal Flugmodus weg. Und ihr hört natürlich massiv Strahlung, auch wenn ich das weiter entferne, macht kaum Unterschied. Jetzt mache ich mal Flugmodus und ihr hört immer noch sehr viel Strahlung, aber weniger. Und wenn ich das Handy jetzt entferne, dann hört ihr sehr viel weniger. Milliarden von Menschen nutzen weltweit Mobiltelefone und die Exposition gegenüber telekommunikationsspezifischen hochfrequenten elektromagnetischen Feldern hat weltweit Besorgnis über deren mögliche gesundheitsschädliche Auswirkung ausgelöst. Und das zu Recht. Ich kann gar nicht oft genug aufzählen in der Menschheitsgeschichte, wie oft plötzlich harmlose Stoffe schlimme Eigenschaften und Beeinträchtigungen mit sich bringen, bezogen auf unsere Gesundheit. Erst neulich wurde wieder in der Meta-Analyse, die erst im Juni 2023 veröffentlicht wurde, also eine Studie aus ganz, ganz vielen Studien zusammen, also nicht mal vor einem Jahr, darüber berichtet, wie die elektromagnetischen Felder sich auf die Krebsentstehung bei Kindern auswirken, hier spezifisch Leukämie, also Blutkrebs. So schrieben sie, unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass ELF, MF, über 0,4 Mikrotesla das Risiko für die Entwicklung von Leukämie bei Kindern wahrscheinlich akuter lymphomatischer Leukämie erhöhen könnte. Eine längere Exposition gegenüber elektrischen Geräten, die Magnetfelder von mehr als 0,4 Mikrotesla erzeugen, wie zum Beispiel Heizdecken, ist mit einem erhöhten Risiko für Leukämie bei Kindern verbunden. Doch darüber hört man rein gar nichts. Doch wie viel sind 0,4 Mikrotesla überhaupt? Elektroautos schaffen es nur auf 0,25 Mikrotesla bei normaler Fahrweise, doch bei Volllast auf 0,52. Und damit wären sie voll drin. Daher ist der Trend zu immer mehr PS bei Elektroautos sicherlich bedenklich. Auf der Seite des Bundesinstitutes für Strahlenschutz wird gezeigt, dass 24 Stunden im Büro diesen Wert ebenfalls gut überschreiten. Im Hause allerdings nicht. Innenwangenzellen sind direkt von der Handystrahlung betroffen. Daraufhin gibt es 20 Studien an Zelllinien von Innenwangengeweben. Doch die Ergebnisse sind nicht ganz konstant aufgrund von methodischen Unterschieden in der Studie und waren damit auch nur Zellstudien. So. In dieser Studie wurden aber tatsächlich 42 Menschen verwendet und zwar die erste, die unter Laborbedingungen und einer festgelegten Strahlendauer und Strahlenintensität, in der Studie durchgeführt wurde. Doch welche Strahlenintensität wurde hier gewählt?
Der SRR-Wert bestimmt die Rate, mit der Hochfrequenzenergie vom menschlichen Körper, die aufgenommen wird. Drahtlose Endgeräte, GSM, GPS, WLAN, Bluetooth und so weiter, einschließlich Mobiltelefone, strahlen Hochfrequenzenergie ab. Die Grenzwerte in der EU, schauen wir uns einmal an, sind 2 Watt pro Kilogramm auf 10 Gramm. Meiner Meinung nach ein fataler Fehler. In dieser Studie wurden 21 Menschen 0,1 Watt pro Kilogramm, ja, und 10 Gramm Strahlung ausgesetzt und die restlichen 20 1,6 Watt pro Kilogramm auf 10 Gramm Strahlung. Ja. Jeweils die Hälfte auf der rechten Wangenseite und die andere Hälfte auf der linken Wangenseite anzumerken, die von den 1,6ern. Und das sind immer noch 0,4 Watt weniger Strahlung in der Studie, als der EU-Grenzwert gilt. Ja, und das ist wirklich jetzt sehr, sehr spannend. Das Ganze sieht dann so aus, 5 Tage Strahlungsdauer und dann 3 Wochen danach, ne, Zellen aus den Wangen, die dementsprechend der Probanden sammeln. Hier sehen wir nochmals, wie das Ganze durchgeführt wurde in dem Bild, ja, A mit den Antennen, ja, und im Bild B sehen wir dann eben sehr gut, wie die farbliche Abstimmung, ja, sehen wir daneben auch die Legende, Watt pro Kilogramm. Wir treffen genau den Farbton zu den passenden Wattzahlen, die wir auch erreichen wollen. 1,6 Watt pro Kilogramm. Ne? So. Und damit stimmt auch alles. Und das Ganze wurde durch das UMTS modelliert. Und für diejenigen, denen das nichts sagt, wie mir zu Anfang auch, ja, heißt das unter anderem Universal Mobile Telecommunication System. Ja? Und das ist nichts anderes als die Datenübertragung von 3G. Das kennen wir alle, ich weiß, lange ist es her, wir erinnern uns dunkel daran zurück. Wir sind mittlerweile schon bei 5G-Datenübertragungsvolumen angelangt und damit deutlich höher als das 3G noch, welches hier in der Studie benutzt worden. Und das macht mir jetzt ganz besonders zu schaffen, wenn man die Ergebnisse gleich der Studie sich einmal anschaut. Die Ergebnisse seht ihr hier. Oben sehen wir 0,1 Watt-Gruppe links. Vorher und rechts nach 3 Wochen. Und es kam zu keiner signifikanten Veränderung an Zellen. Das war zu erwarten in dieser extrem niedrig Strahlengruppe. Schauen wir uns mal die Menschen an, die 1,6 Watt pro Kilogramm ausgesetzt waren für 3 Wochen. Man sieht hier links Ausgangswert und dann sehen wir rechts 2 Werte, die sich statistisch signifikant erhöht haben zum Ausgangswert in der 1,6 Watt pro Kilogramm Gruppe in nur 3 Wochen, die unter dem Grenzwert in der EU liegen. Ihr merkt, in welche Richtung das geht. Gerne teilen, das ist ganz, ganz wichtig, das Video jetzt. Einmal sehen wir KR. Dies steht für Karyoretic Cells. Das ist doch bestimmt nichts Wildes, oder? Doch, leider doch. Ich überzeuge euch mal, was dieser Anstieg von diesen KR-Zellen, Karyoretic Cells, bedeutet. Karyohexis ist die zerstörerische Fragmentierung des Zellkerns einer sterbenden Zelle. Ich wiederhole nochmal, das ist statistisch signifikant angestiegen nach nur 3 Wochen unterhalb des EU-Grenzwertes, wobei das Chromatin unregelmäßig im Zytoplasma verteilt wird. Ihm geht in der Regel eine Verklumpung voraus und kann entweder als Folge des programmierten Zelltods, Apoptose auch genannt, oder zelluläre Senescenz, das heißt Sterben durch Alterung, oder der Nekrose auftreten. Oder ich ergänze, durch Strahlung. Ist doch alles super, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Des Weiteren wurde ein signifikanter Anstieg von BN-Zellen beobachtet, die steht für binukleare Zellen. Das bedeutet übersetzt für euch zweikernige Zellen. Zweikernige Zellen sind Zellen, die 2 Zellkerne enthalten. Dieser Zelltyp kommt am häufigsten bei Krebszellen vor und kann durch eine Vielzahl von Ursachen entstehen. Binukleation kann durch Färbung und Mikroskopie leicht sichtbar gemacht werden. Im Allgemeinen hat die 2-Zellkernbildung negative Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit der Zellen und die anschließende Mitose, das heißt die Zellteilung der Zelle. Ich wiederhole mich sehr ungern, aber gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts, worüber die Medien auch nur im Ansatz berichten sollten. Diese hochfrequente Strahlung ist klar zytotoxisch zu bewerten, das steht hier schwarz auf weiß. Schauen wir uns noch einen weiteren Wert an, der signifikant gestiegen ist, und das ist das CC, das steht für das Chromatin, und welches sich verdichtet hat. Dazu ist Folgendes wichtig zu wissen. Bevor sich eine Zelle erneut teilt, verdichtet sie ihr Chromatin, das heißt ihr Erbmaterial. Nur leider sind diese anstehenden Verdichtungen und damit Zellteilungen hier signifikant gestiegen nach nur 3 Wochen und wir wissen, in welchem Stadium wir deutlich mehr Zellteilungen haben als normal, und das ist klar bei Krebs. Daher könnte es hier
in Mehrzellteilungen münden, diese Verdichtungen, und was fatal wäre. Fassen wir zusammen und Tipps für euch, ganz wichtig. Die 3G-Strahlung, die unter dem Grenzwert der EU lag, konnte hier bei dreiwöchiger Bestrahlung bereits zu einer zytotoxischen Wirkung beitragen, in der sich vermehrt doppelkernige Zellen bildeten, die vor allem im Krebsgewebe vorkommen, sowie absterbende Zellen und Zellen, die sich vermehrt auf eine unkontrollierte häufige Zellteilung vorbereiten durch Verdichtung des Chromatins. Ich finde die Ergebnisse mehr als alarmierend. Bevor weitere Sendemäste aufgebaut werden wie Laternen, sollte die Wirkung weiter erforscht werden. Daher die wichtigsten Tipps: Keine Wohnung in der Nähe von Sendemästen. Am besten so wenig Nachbarn wie möglich im Haus. WLAN über Nacht abschalten. Handy Flugmodus, wenn man es gerade nicht benötigt. Und vor allen Dingen nachts, und das Handy auch nochmal aus der Reichweite, weil ihr habt in dem Video gesehen, dass Handys auch strahlen, obwohl sie im Flugmodus sind. Das Zimmer im Schlafzimmer so wählen, wo am wenigsten Strahlung ist, ja. Und Waldspaziergänge, am besten einer am Tag, der bringt die Zellen wieder so richtig im Normalmodus. Reichlich Antioxidantien, denn diese schützen eure Zellen vor oxidativen Stress, die hier klar induziert werden durch Strahlung, da Zellen sterben. Daher Beeren und Gemüse wäre hier wirklich die allerbeste Wahl. Und ich verlinke euch sehr gerne in der Videobeschreibung nochmal die stärksten Antioxidantien, die ich persönlich auch einnehme. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.